Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, Freunde. Ich bin Kanandra Amar, ihr kennt ihn. Und heute möchte ich euch was ganz Besonderes zeigen. Das letzte Mal, als wir das gemacht haben, ist schon wieder fast ein Jahr her. Ich zeige euch mein Gaming-Zimmer. Tada! Okay, das könnte auch spektakulärer sein. Ich zeige euch mein Gaming-Zimmer, das werdet ihr heute in meinem Video sehen. Ebenfalls seht ihr meine Fortnite-Setups, was ich alles geändert habe, was mein neuer Controller, warum ich diesen neuen Controller benutze. Mein ganzes Setup werdet ihr sehen, was ich benutze, warum ich es benutze und wie ihr an die Sachen rankommt. Ich werde für dieses Video nicht extra bezahlt oder sowas. Mit einigen von den Produkten arbeite ich zusammen, bin auch mit denen gepartnert, bin auch zufrieden mit der Partnerschaft. Und apropos Partnerschaft, Leute, boom. Ich habe einen Stühle-Partner jetzt und nicht irgendeinen Partner, sondern Recaro. Die meisten Leute aus der jüngeren Generation, also aus unserer, die kennen Recaro nicht, aber Recaro ist ein Stuhlhersteller aus dem Flugzeugbereich, aus dem Automobilbereich und auch aus dem Kinderbereich. Und jetzt sind sie auch im Gaming angelangt und ich bin ihr erster und einziger Berater in der Hinsicht. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit. Darf auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Wer Bock hat auf Gewinnspiele, schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Genauso aber auch wie mit meinen anderen Partnern, die werde ich auch gleich auf jeden Fall vorstellen. Also ich habe auf jeden Fall die Aufgabe, diesen Stuhl auszuprobieren und das ist nicht irgendein Stuhl, das ist einer der hochwertigsten Stühle, die es soweit auf dem Markt gibt, soweit ich weiß, und deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt auf diese Reise und die werdet ihr natürlich mit mir begleiten in meinen YouTube-Videos und natürlich auch in meinen Livestreams auf Twitch, einmal twitch.tv/amarcodtv. So, lang genug geschnackt, wir gehen weiter. Womit fange ich an? Ja, ich fange mal hier mit meinen zwei Monitoren an. Das eine ist ein BenQ-Monitor, das ist die PlayStation-Edition, hat 60 Bilder die Sekunde. Das ist nicht viel, aber mehr brauche ich auch nicht rein für meinen Monitor, wo ich jetzt hier, seht ihr ja selber, wo ich meinen eigenen Livestream sehen kann, na, wo ich dann irgendwie Twitter noch mit offen habe, etc. pp. Und dann hier habe ich das Schmuckstück von Alienware. Ich bin mit beiden nicht gepartnert. Preiskategorie ca. 500-600 €, ziemlich heftig, kann bis zu 240 Bilder die Sekunde auflösen und das ist halt für Fortnite natürlich episch. Und einige werden sich natürlich jetzt wundern, what the fuck, was ist das für ein Skin? Dieser Skin, den habe ich geschenkt bekommen von Epic Games, Grüße gehen raus an dieser Stelle, und der wird jetzt über Ostern rauskommen und zwar heißt der, ich glaube Grumpy, ja, Finsterhase heißt der. Also sieht auf jeden Fall sick aus meiner Meinung nach, wenn ihr den euch natürlich holt. Trag gerne hier im Support the Creator Code AmarCODTV ein, würde ich mich sehr darüber freuen. Alle zwei Wochen muss man das Ding aktualisieren. Weil ich möchte nämlich demnächst wieder ein Turnier auf die Beine stellen, das hat euch ja mega gut gefallen. Und das kann ich halt nur, wenn ihr mit supportet. Wenn ihr halt nicht supportet oder in Anführungsstrichen nicht genügend supportet, dann lohnt es sich halt nicht für die Pros daran teilzunehmen. Das nächste Schmuckstück hier in meiner Sammlung, das sind jetzt alles ja, keine Partner von mir, aber trotzdem feiere ich auch die Produkte. Ich habe hier eine Final Maus von Ninja. Ninja ist ja der berühmteste Fortnite-Spieler weltweit, sogar der berühmteste Gamer. Und das ist die leichteste Maus der Welt. Die habe ich mir vor kurzem erst geholt. Genauso wie hier der Corsair K65 Rapid Fire. Oder K95? K65 oder K95? Auf jeden Fall. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich glaube K65 Rapid Fire. Ich werde sowieso alles in der Beschreibung verlinken. Unten in der Beschreibung wird alles verlinkt sein, auf Amazon wird das verlinkt sein und dann könnt ihr einfach direkt auf die Produkte raufgehen. Wenn euch irgendwas gefällt, könnt ihr euch das kaufen, wenn nicht, dann nicht. Das Mikrofon hat sich immer noch nicht verändert, ich bin tatsächlich immer noch damit zufrieden, könnte ein besseres werden, aber ist noch kein besseres geworden. Das ist das Blue Yeti, Preisspanne, ich glaube so 120-130 €, irgendwie so. Auf jeden Fall für jeden Einsteiger ein Muss, glaub mir. Es gibt nichts Besseres für keinen Einsteiger der Welt. Ich bin ja kein Einsteiger mehr, aber trotzdem sage ich,
Ey, das ist immer noch geil, das Produkt. So, nächstes Produkt, oder nächsten Produkte eher gesagt, aus der Reihe Elgato. Lights. Das sind die Keylights von Elgato. Elgato schon langjähriger Partner mit mir und die haben mich schon begleitet, da war ich ein kleiner Fuzzi, jetzt bin ich ein größerer Fuzzi, aber immer noch ein Fuzzi und wie gesagt, also es gibt kein besseres Produkt als dieses Elgato Keylight, guckt euch das mal, wenn man hier reingeht. Das Besondere daran ist, dass du halt nichts mehr irgendwie regulieren musst, guckt euch das an, das sind meine alten Keylights halt von irgendeinem No-Name. So, da muss ich am Rädchen drehen, muss mich selber betätigen, ist übertrieben hell, so kann das gar nicht richtig regulieren. Und Elgato ist auf die Idee gekommen, einfach das Ganze auch ohne Ständer, vielleicht kann man das hier einmal sehen, das ist einfach am Tisch befestigt. Also du hast das nicht so wie hier, dass das bis auf zum Boden reicht, ist sowieso immer total mühselig. Das heißt, das Ding kannst du überall mit hinnehmen, ist total leicht. Und jetzt kommt das Besondere. Alles regulieren. Ich kann die jetzt ausmachen, kannst wieder anmachen und du kannst auch die Helligkeit, die Tiefe und so weiter und die Farbe natürlich auch einstellen. Noch ein weiteres Produkt von Elgato im Hause ist die Elgato HD60S. Damit, viele haben mich immer gefragt, ey Amar, wie kann ich livestreamen, wie kann ich überhaupt Sachen aufnehmen etc. Und das ist die Antwort für alles, genauso wie das Ding hier, die 4K 60 Pro, die kann man in PC integrieren. Die andere ist, dass man sie mit unterwegs haben kann. Genauso kann man sie aber auch von zu Hause aus benutzen. Das ist so die Schnittstelle zwischen eurer Aufnahme von der PlayStation oder auch vom PC aus und dem, was ihr übertragen wollt, also auf welchem Endgerät ihr das übertragen wollt. Falls ihr da mehr Infos braucht oder sowas, einfach gerne bei YouTube eingeben, Elgato HD60S. Und dann, ja, ganz kranke Nummer jetzt, mein Headset. Astro Headset A40. Ich weiß nicht, wer von euch die Dinger kennt, aber ich finde vom Sound und von der Bequemlichkeit her, extra die Lederdinger genommen, es gibt auch Schaumstoffdinger, mit einer der besten Headsets. Ich bin nicht mit denen gepartnert, vielleicht noch nicht, ich hoffe irgendwann mal, denn diese Headsets sind einfach mega. Das ist A40 wired, ne, mit Kabel. Es gibt das aber auch wireless und das wireless habe ich auch von einigen Kollegen von mir gehört, ist halt richtig krank. Kannst zum Beispiel Livestream gerade, zack, ich tue mal so, als wäre das wireless und dann gehst du damit, ist halt wireless gerade, gehst halt damit in die Küche und kannst halt trotzdem noch mit deinen Jungs irgendwie reden. Also dann hast du ein Mikrofon dran, zack, gehst du einfach raus und das ist total easy. Zu Astro meistens immer auch noch, wenn ihr PlayStation oder Xbox Spieler seid, braucht man immer ein Mix-Amp. Das ist immer so die Schnittstelle zwischen eurer PlayStation und eurem PC. Dann haben wir hier mein übelstes Schmuckstück. Das ist mein 4.500 Euro PC. Werde ich euch natürlich auch verlinken von meinem Premium-PC-Partner Joule Performance. Ich kann gar nicht solche schönen Worte treffen, um diesen PC überhaupt zu beschreiben. Komplett aus Glas, ich kann sehen, was da überhaupt alles drin passiert. Meine Grafikkarte kann ich sehen, Kühlersystem kann ich sehen. Das ist einfach hübsch. Kann man einfach so sagen, ist einfach hübsch. Bei denen, also das ist ein Premium-PC-Hersteller, die aus der Schweiz sind. Von ungefähr 2000 Euro aufwärts gibt es dort PCs. Und das ist halt auch einfach der Preiswert. Also wer dann Qualität haben möchte und nicht irgendwie selber basteln möchte oder keine Ahnung von der ganzen Materie hat, ist das halt einfach so das Nonplusultra-Paket, was man dort buchen kann. So, und jetzt kommen wir natürlich zu meinem Controller. Was natürlich so, ja, das ist mein wichtigstes Arbeitsgerät. Plus natürlich hier Gamer Grip. Das habe ich auch schon im letzten Video gezeigt. Gamer Grip, das ist jetzt seit dem Video wahrscheinlich meine 7. Tube oder 8. Tube. Benutze ich jeden Tag, bevor ich live gehe, einmal aufmachen. Zack, bisschen Gamer Grip auf die Hände. Zack, bisschen verschmieren. Bisschen hin und her wackeln. Bis es trocken ist. Und das Ding bei Gamer Grip ist halt, dass danach die Hände nicht mehr schwitzen. Die Poren werden einfach zugemacht, du schwitzt nicht mehr. Der Controller hat totalen Grip. So, du kannst von diesem Controller einfach nicht mehr runterrutschen. Du hast ja sowieso noch Grip hinten am Controller, aber du rutschst auch vorne von den Sticks nicht mehr ab. Das ist halt das Geile daran. Benutzt dort auch gerne meinen Code AMAR bei Scuf Gaming Produkten. Mit denen bin ich auch schon seit
ich glaube, 4 Jahren gepartnert und ich bin immer noch zufrieden, wie seit Tag 1. Ich werde jetzt demnächst eine neue Kooperation mit denen starten, wo ich noch enger mit denen zusammenarbeiten kann und einfach auch ganz, ganz viele Gewinnspiele mit euch machen kann. Weil das ist ein Partner, wo ich sagen muss, das ist das Wichtigste für einen Gamer, einfach sein Controller. So, was willst du machen, wenn du keinen Controller hast? Ja, okay, dann hast du Maus und Keyboard, aber ohne guten Controller bist du halt nichts als PlayStation, Xbox-Spieler. So, du kannst halt nichts sein, außer du hast einen geilen Controller. So. Oder du kannst natürlich richtig gut Claw spielen mit einem Standard-Controller. Habe ich früher auch. Ich spiele selbst immer noch, also ich spiele immer noch Claw auf meinen jetzigen Controllern. Für diejenigen, die sich fragen, was Claw ist, das werde ich euch jetzt nicht erklären. Naja, wie dem auch sei, ich bin von meinem PlayStation Impact Scuff, der auch mega gut ist und sehr komfortabel, bin ich gewechselt auf den Xbox Elite Scuff. Einer der besten Scuffs, die ich jemals in meiner Hand gehalten habe. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ja richtig große Hände. Und es passt einfach perfekt. Ihr müsst euch das einfach mal reinziehen. Es passt einfach von der Größe her perfekt. Für diejenigen, die sehen wollen, wie ich Claw spiele, ich spiele so Claw. Das ist mein Claw-Griff. Das heißt, ich benutze hier die Pedals hinten und hier benutze ich die Tasten und das. Also muss man eigentlich nicht, aber ich spiele so gesehen Claw. Hier und hier benutze ich die Tasten auch nochmal. Die Besonderheit bei dem Scuff ist einfach, dass er so gut in der Hand liegt und einfach... Ich weiß nicht, wie man das sonst umschreiben soll, aber das Ding ist einfach eine Perfektion für sich. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also größte Empfehlung von mir raus für diesen Scuff-Controller. So, eine Sache habe ich natürlich vergessen, meine lieben Freunde. Ich habe natürlich auch eine Kamera, mit der ich das Ganze aufnehme. Denn das ist nicht mehr meine Kamera, die ich zum Livestream benutze, sondern die ich jetzt gerade hier in der Hand halte. Und genau, die werde ich euch natürlich auch hier drinnen verlinken. Das ist die Panasonic GH5. Das ist die beste Aufnahme- und Livestreaming-Kamera, die es so weit auf dem Markt gibt. Die auch im Preissegment irgendwo liegt. Die ist ziemlich teuer, aber jetzt auch nicht irgendwie 10.000, 20.000 Euro, was man sonst so irgendwie im TV oder sowas benutzt. Alles klar, viel Spaß weiterhin. Und jetzt werde ich euch meine Ingame-Settings zeigen, wie ich Fortnite überhaupt spiele und halt was meine Settings dazu sind. So, meine lieben Freunde, damit sind wir wieder zurück und hatte ich euch ja schon gesagt gehabt, mit dem Skin gerne über Ostern kaufen, Creator-Code AmazioDTV. So, Einstellungen. Ich werde jetzt hier dieses Overlay verschwinden lassen und euch meine Einstellungen zeigen und eventuell nebenbei noch was erzählen. Ansonsten würde ich euch empfehlen, einfach in dem Video auf Stopp zu drücken, in den Stellen, wo ihr jetzt gerade nachschauen wollt. Dann seht ihr alle meine Einstellungen. Und ja, also Leute, viel Spaß mit dem restlichen Video. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Fuck it.